Ist das sowas wie eure Arbeit? Ja, ja. Meine Aufgabe ist es, allen frisch gebackene Schatten zu servieren. Oh, schon wieder ein Versprecher. Haha, passiert. Ja, ja. Frisch gebackene Schatten zu servieren? Das muss etwas damit zu tun haben, was die große Hexe vorher gesagt hat. Alle Besucher dieses Waldes werden zu Mitgliedern der Schattenfamilie gemacht. Und dort essen sie anscheinend auch Schatten zum Frühstück. Frisch gebackene. Ja, ja, wir sind ziemlich kannibalistisch veranlagt. Allerdings ist diese Aufgabe viel schwieriger zu erfüllen, wenn sie weglaufen. Wieso laufen sie immer weg? Oh, irgendwie habe ich Mitleid mit dem. Aber wir werden euch nicht weiter verfolgen. Das war der Befehl unserer Gebieterin. Ja, ja. Ich verstehe. Ihr befolgt alle Befehle der großen Hexe. Hey, ich wette, ihr streitet euch immer um die guten Aufgaben. Wer würde schon die Wäsche der großen Hexe waschen wollen? Ich! Ja, darum streiten wir uns tatsächlich immer. Ich habe sie leider diesmal nicht bekommen. Aber mal ehrlich, ihr hättet mich vorhin fast zu einem Schatten gemacht. Na ja. Ich bin wirklich froh, dass der Professor rechtzeitig aufgetaucht ist. Okay, Mann, ich wollte doch gar nicht. Bla 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 bla. Er muss sich seiner. Ja, ja, ich widme mich meiner Aufgabe. Ja, ich muss schon mal meine Stimmbänder freimachen für das, was folgt. Was folgt denn? Der nächste Schatten. Ach so, ich hätte auch schon eine Idee, wer es ist. Ah. Denken Sie, die Schatten leben hier? Es sieht wie ein Dorf aus. Gib mir einen Tipp, ohne zu sagen, wer es ist. Hä? Er verwechselt manchmal Sachen. Ah, das ist eine gute Idee. Ja, dann überlasse ich dir den. Es scheint so, sie leben wohl sehr einfach. Aber sie sehen so fantastisch magisch aus. Ich dachte, sie leben in einer Gegend, die, naja, fantastischer und magischer ist. Jetzt, wo sie es sagen, sie sehen nicht so aus, als könnten sie Magie nutzen, oder? Doch, ich kann mit Toten sprechen. Das war aber klein geschrieben, außer vielleicht am Anfang, das war jetzt. Ja, aber Herr Lake, wenn ich es nur sagen kann, ich keine Grammatik lesen. Ja, stimmt. Ich nehme an, wenn ich das könnte, würde ich wieder in einem nächsten Prozess landen. Ja. Vergessen Sie nicht, das mag vielleicht das Gesetz in Labyrinthia sein, aber die große Hexe Makaba regiert hier im Wald. Sie ist zweifelhaft. Es ist zweifelhaft, ja. Das sie auch. Sie auch. Es ist zweifelhaft, dass hier solche Gesetze herrschen. Oh, denken Sie, wir könnten Sie um eine Demonstration bitten? Ich wette, Sie haben ein paar richtig tolle Zauber auf Lager. Sehen wir uns besser zuerst im Dorf um. Auf der anderen Seite scheint auch ein Weg hinauszuführen. Okay. Hinweismünzen. Ah, Brunnen! Versehentlich. Kling! Da ist was. Bling! Da ist was. Das waren jetzt drei, aber ich glaube, es waren vier oder fünf hier. Da ist noch. Irgendwo? Warum schickst du mich damit an? Weil ich einen Frosch im Hals hab. Wack. Okay, jetzt ist nur noch dieses Baumhaus hier. Bäume zu behausen finde ich äußerst beeindruckend. Man benötigt mehrere Leitern, um hinaufzukommen. Eine Eileiter. Sie haben es echt drauf, Professor. Nick hätte garantiert Tittleitern oder sowas gesagt. Tittleitern. Ja. Oder eine Oberstudienleiter. Das sind die Leitern, die zu Baumhäusern führen, in denen sich eine Chateaudierschatube befindet. Ah, da hat jemand mein Wort gesagt. Hey, verschwinde! Zurück in deine Zelle! Husch, husch.
Im Übrigen habe ich mir kürzlich überlegt, wie ich, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, das habe ich mir schon länger überlegt, wie ich meinen ersten Puff nennen würde, und zwar Nagelstudio. Aber ich habe jetzt auch eine Idee, wie ich mein erstes indisches SM-Studio nennen würde, und zwar Hindukusch. Oh Mann. Das nur so am Rande. Okay. Auch wenn ich das nicht ganz verstehe, der Kuschteil, der... Ja. Wegen SM und so. Ach so. Kusch. Hä? Nein, mach weiter. Ach so, okay. Im Vergleich zu den Häusern in Labyrinthia sind die Unterkünfte der Schatten recht primitiv. Sind die Schatten recht primitiv? Primitiv? Es sieht hier nicht so aus, als hätten sie überhaupt Toiletten, Professor. Das ist schlimmer als primitiv. Das ist... Warte mal, Pri ist, Prim, Primzahl, nee, ich komme nicht drauf. Primär, Sekundiv! Sekundiv? Ja. Naja, Primitiv ist, einfach schlimm und, Sekundiv ist zweifach schlimm. Und dann gibt's noch Terziv. Quintiv? Quintiv. Quatrief. Das heißt Knietief. Nein, Quintiv. Ja. Tatsächlich, dieser Brunnen hier ähnelt denen in Labyrinthia. Achso, die können Brunnen graben. Genau. Der letzte Satz war darüber, dass die wohl gelernt haben, Brunnen zu graben oder so. Ob sie dieselbe Quelle teilen? Meine Quelle. Hey. Ich dachte, also, gibt's den Laden überhaupt noch? Oh. Weiß gar nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, die waren nicht mehr oder so. Ich auch, aber ich... Also wenn es die noch gibt, dann habe ich jetzt Schleichwerbung dafür gemacht. Naja, wenn es sie noch gibt, dann haben sie die auch bitter nötig, wenn man sich gar nicht mehr sicher ist, ob es sie noch gibt. Ja, eben, dann ist das was anderes. Ich kann meine Aufgaben so gut wie möglich erfüllen und hoffen, dass ich eines Tages in die Stadt zurückkehren kann. Zurückkehren? Was meint ihr? Nein, ich will kein Bier. Ich weiß es selbst nicht so genau. Das ist, was mir erzählt wurde, als ich hier angekommen bin. Die große Hexe zeichnet alle erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben auf. Dann, wenn jemand öfter Erfolg hat als versagt, erwägt sie, denjenigen zurück in die Stadt zu schicken. Daran glaube ich, und deshalb tue ich weiterhin mein Bestes, jede Aufgabe zu erfüllen. Hm? Heißt das also, die Leute sind hier gar keine Hexen? Jetzt fällt mir kein Wort ein, wie man Hexen anders verstehen könnte. Verflucht. Nein, sowas mache ich doch gar nicht. Huchi. Solche Ekel. Ja. Hast du verstanden, was ich daraus gemacht habe? Ja. Nein, sowas mache ich nur, wenn ich alleine bin. Genau. Der Stimme nach zu urteilen, würde ich meinen, dieser Schatten ist ein komischer Mann. Der Stimme nach zu urteilen, würde ich meinen, dieser Schatten ist Clarence. Nein, es ist ein Mann. Was ist dann? Es hieß doch, dass alle Hexen Frauen seien. Nein, ich halte jetzt keinen Kaugummi kauen. Also, wer sind diese Schatten eigentlich? Ich? Hey, also, wer seid ihr? Freibier? Oh, sehr direkt. Ein Schatten ist ein Schatten, ist nicht ein mehr Schatten und nicht ist weniger. Ein Schatten. Das war jetzt nicht sonderlich hilfreich. Bin nur ein Schatten, nicht mehr und nicht weniger. Das kenne ich nicht. Nee, das ist auch von mir. Achso. Also aus einem anderen Video von mir. Ach so, okay. Möglicherweise könntet ihr uns verraten, was eure Aufgabe ist. Das kann ich euch nicht sagen. Ich verstehe es immer falsch. Was wolltet ihr mit dieser Abgabefrist? Fast alle Aufgaben sind in Schatten gehüllte Geheimnisse. Und fast alle Schatten sind in Aufgaben gehüllte Geheimnisse.
Was ist mit dem hier? Was sagst du? Ja, wie läuft's mit den Aufgaben? Aber den können wir nicht nehmen. Was macht ihr hier? Solltet ihr nicht im Labyrinth hier sein? Eben. Ich wurde in einem anderen Prozess rausgeschmissen. Nee, ich hab dann Folgendes. Na, wie läuft es mit den Aufgaben? Arbeitet ihr hart? Awesome! Ja! Aufgaben? Na klar, natürlich tun wir das. Wenn wir schon beim Thema sind, was sind denn eure Aufgaben? Meine Aufgabe ist es, schillernd und strahlend zu sein und Montedor zu einem größeren Glanz zu verhelfen oder was auch immer. Was bitte ist denn Montedor? Ist das eine neue Sorte? Wie schmeckt die denn? Ich kenne nur die mit Schokolade. Montedor. Ja, schmeckt nach Tür. So was Holziges mit einem Hauch von Blattgold. Ah nee, das ist ja der kocht. Eigentlich müsste ich eine andere Stimme für den haben. Wer war denn der Koch? Es gab auf jeden Fall mal hatte ich dir beim letzten Mal ja schon gesagt. Hast du in der Zwischenzeit mal nachgeguckt, ob es den gab? Ich glaube, es war in Ruf des Phantoms. Ich guck jetzt nach. In Ruf des Phantoms gab's da doch diesen Paddy, der da gekocht hat. Gut, ich habe gerade die Bestätigung bekommen. Und den habe ich, glaube ich, so gesprochen. Meine Aufgabe ist es, für alle zu kochen. Ich überlege mir gerade, was heute auf dem Speiseplan kommt. Ach, der! Ja. Jetzt habe ich ihn. Ich würde nicht gerade sagen, dass das Ergebnis appetitlich oder essbar ist. Aber ich muss tun, was meine Gebieterin befiehlt. Ich denke, dass wir hier nicht essen sollten. Ja, wir essen nicht bei Sachsen. Nein. Habt ihr was gesagt? Ich? Nee, gar nichts. Hey, viel Glück. Versuch die Küche nicht in die Luft zu jagen. Zu spät. Genau, so klingt das dann. Gesundheit. Oh, schon wieder eine pinke Rauchwolke. Das so ist die andere. Hat wieder jemand einen Sound abgespielt? Richtig. So, dann geht's mal weiter. Moment. Nee, doch. Gab kein verstecktes Rätsel bei dem anderen, oder? Ich guck nochmal. Ich guck nochmal. Nee, gab's nicht. Alles klar. Okay, dann ist hier aber irgendwo eins gewesen dann. Nee, im nächsten Bildschirm. Es sieht so aus, als würde dieser Weg aus dem Dorf der Schatten führen. Ja, es ist ein Weg, auf den man gehen kann. Ich find auch, wie Maya dabei lächelt. Ja, so richtig dumm irgendwie. Ja, es ist ein Weg, auf den man gehen kann. Oh. Ach, wenn man nichts zu sagen hat, dann einfach mal grinsen und es trotzdem sagen. Ja. Oh ja, hier, in dieser, wir haben eine Schnapszahl. Ich habe keinen Schnaps da. Tja. Die 111. Ich habe genau. Auch hier, in dieser Säule war eine Hinweismünze und in dieser Säule ist auch eine. Mal gucken, waren denn den anderen noch welche? Nein. So nennen wir bei uns ein kleines Schwein. Säule? Mhm. Echt? Mhm. Sind das bei euch die Säulen der Gesellschaft, die Schweine? Ja, genau. Ihr Schweine! Ah, da war noch was. Da hat noch was geblinkt. Im Stein, glaube ich, der ja. Da. Und ich glaube, das waren sie alle, oder? Ja. Ja, also irgendwo da, in den beiden Säulen, in dem Stein, in dem Baum irgendwo vielleicht und, oder? Ja. Ja, zur Not gucke ich dann nochmal ab. Wackel. Wiggle. Ich frage mich, ob Konfuzius noch immer noch einen neuen Schlafplatz sucht. Der Baum sieht perfekt aus. Unter anderen Umständen wäre es der ideale Ort, um eine Tasse Tee im Schatten zu genießen. In einem Schatten, faszinierend. Ich würde gerne den Schrein näher untersuchen, aber wir müssen weiter. Stimmt, das war kein Tempel, das war ein Schrein.
Ich frage mich, wer dieses Ding gebaut hat. Vielleicht ja die Urgroßeltern der Schatten. Hattest du nicht gerade wieder nur fünfmal? Na, ich habe extra mitgezählt. Urgroßeltern der Schatten. Ja, stimmt. Okay, weil das letzte Mal hätte ich schwören können, du hast beim ersten Mal nur 5 Urs gesagt. Gut, dass da ja jeglicher Beweis für immer verschwunden ist. Nee, wobei, eigentlich nicht. Lustigerweise, da haben wir die Urgroßeltern. Mit Metallstäben. Ja, von denen ich vorhin tatsächlich, als du... Hast du damit zugehört? Schon? Ja. Ja? Von denen habe ich vorhin schon gesprochen. Inception. Nein, ich wusste einfach, was kommen würde. So weit waren wir nämlich noch. Wir waren sogar noch bei dem nächsten Rätsel durch und das können wir voll abkürzen. Ich will meine Öffnung nicht benutzen. Ich will das Gasmaske. Ich will sogar nicht, was meine Runde fehlen zu befüllen. Redet der wegen seiner Gasmaske oder was ist denn das? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Gasmaske. Ich glaube eher, der ist aus Holz. Ja, oder so. Keine Ahnung. Naja. Ist so ein Deko oder so. Also, ehrlich gesagt, dass er aus Holz ist, würde sehr naheliegend sein, wenn er so spricht wie Nordmann. Stimmt. Okay. Wie schlecht bin ich denn in der Küche? Die schlimmsten Dinge. Was ist eure Aufgabe? Ich kann nicht sagen, dass ich nicht schlecht daran bin. Was haben Sie gesagt? Was ist Ihre Aufgabe? Ich kann euch nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht schlecht daran bin. Was? Wir können uns nicht vertragen? Wieso seid ihr denn so nervös? Bei allem, was wir machen. Schloss? Ihr meint, die große Hexe lebt hier in der Nähe? Also ist das Schloss am anderen Flussufer, ja? Professor, wie können Sie sicher dort finden? Das ist ja schließlich Ihr Zuhause. Ich denke, wir sollten uns auf den Weg machen. Wir haben nach wie vor viele offene Fragen. Was wäre gewesen, wenn der Schatten jetzt so etwas in Anführungsstrichen gehabt hätte? Dann hättest du es normal lesen müssen. Overkill. Das wäre witzig geworden. Ja, dann sehen wir endlich, ob sie wirklich eine Hexe ist oder nicht. Stimmt's, Professor? Ja, das ist richtig. Günther. Ich meine, Fräulein Fay. Überqueren wir den Fluss. Oh, schade. Nichts in Anführungsstrichen von ihm.